Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem heutigen Video. สวัสดีค่ะOh, nochmal ein Update-Video zu unserer Hotelübernachtung hier in Ja, der letzten Woche. wir sind wirklich alleine. Ja, du warst ein bisschen ruhiger jetzt gewesen, wo ich auch zu Hause war. Also, wo ich auch im Hotel bei dir war. Ja. So, und wie ist es so alleine da? Ja, du nicht da, das ist langweilig. Dann ich nicht irgendwo gehen, warten auf dich, wenn du fertig arbeitest. Ja, wir gehen ja gleich. Lass uns noch mal einen Blick aus dem Fenster werfen, kurz nach 19 Uhr. Auch steht bei dir, ne? Muss weiterkommen, zu Hause, Arbeit, weiter. Auch. Ja, geht noch mal ein bisschen, aber so 19 Uhr waren wir fertig. Dann schon mal so einen Blick in die Umgebung. Ja, relativ alleine. Viel los. Die ganze Straße, ein einsamer Wanderer unterwegs. Mhm. Wenn du jetzt hier hochschaust, die Nachbarhotels, die Nachbarkondominiums, das hier oben in der Nähe von Center Festival ist ein bisschen gebucht, mhm. wahrscheinlich aber Langzeitresidenzen. Ja. Und dann schauen wir uns das Hotel mal in der Nacht an, alleine. Schön, du kannst hier im Bademantel halb nackt rumlaufen. Sehr schön. Ich bin Swimming, ich warte auf dich, aber du zu spät kommen. Swimmingpool 19 Uhr geschlossen. Fitnessstudio ja. 19 Uhr geschlossen. Jetzt schon 19 Uhr. Bar 19 Danke. Uhr geschlossen. Alles geschlossen. Ja. Kann man wenigstens noch mal einen Blick über die Stadt werfen. Mhm. Lustigerweise ist es auch ziemlich dunkel. Das ist ehrlich, komisch. Ja, so richtig schön einsam. Ein ganzes Hotel, 8 Stockwerke, nur für uns alleine. Du bist VIP, Tilak. Ach so. Du bist ganze Hotel nur für uns alleine. Ach so, ja. Genau, für die Reichen und Schönen. Genau. Bucht man halt nicht ein Zimmer, nicht eine Etage, sondern gleich mal das ganze Hotel. Ganz genau. Wir VIP. Genau, ich verstehe jetzt. So, also mit dem Swimming wird es auch nichts für heute. Ja. Kannst du vergessen. Kein Licht an, kein Nichts. Mann, ich habe so viele Träume gehabt, so viel Hoffnung. Ich warte auch nicht. Ich auch kann alleine Mittag. Kann nicht. Kannst du auch nicht viel machen. Keine Leute, dann wie denn? Ja, du brauchst ja immer Unterhaltung. Genau, du brauchst ja immer viele Leute. Okay, anziehen wir. Wir ziehen uns an. Ja. Und gib was zu essen. Ja. Schon hungrig? Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Zum Glück hast du das Zimmer noch gefunden. Danke. Ja, ich sage auch danke, dass du die Tür zuknallst. Du bist richtig schon gewohnt, alleine zu sein. Lass uns endlich fahren. Hier wird nicht rumgespukt im leeren Hotel. Nicht, dass doch die Leute, die hier angestellt sind, denken, wir sind völlig verrückt geworden. Wie einsam. Ja, von außen. Kein Licht. Kein Licht, alles nur dunkel. Nur unser Zimmer. Die ganze Straße ist auch so schön dunkel. Das ist wunderbar. Aber hier ist schon richtig modern. Wenn man vorbeiläuft, gehen die Straßenlampen an. Ja. Wir haben so einen Zeitschalter. Wie unser Haus. Genau, wir haben das auch. Jemand vorbei, ne? Dann oder wenn die Hunde vorbeilaufen, dann geht es auch an. Ganze Nacht. Komplette Fehlkonstruktion. Aber endlich gibt es was zu essen für dich. Mhm. Im Tree Town. Hunger. Ja, siehst du, ich will ins Nachtleben ja. und du möchtest essen. Ja. Und wo kann man das am besten machen? Richtung Solvocao, Tree Town. Mhm. Und dann schlängeln wir uns mal rüber zu meiner Lieblingsstraße. Ja, so, okay. Metro. Metro, ja. Ja, wir hatten ja gedacht, dass hier nichts los ist, weil wir kennen das ja von der Walking Street, dass die relativ schwach besucht ist. Denken keine da, aber... Hier geht richtig die Post ab. Hunderte Mädchen links und rechts. Wir haben hier nur ein kleines Problem. Wir konnten hier nicht mit einer offenen Kamera durch die Gegend laufen. Ja. Die hätten uns hier wahrscheinlich verprügelt. Deswegen bitte, liebe Zuschauer, nicht sauer sein, wenn wir euch nur den Ton lassen und das Bild mal wegmachen. Wir haben das dann lieber eingepackt und nur den Ton laufen lassen. Das war zu gefährlich gewesen. Ich auch Angst gemacht, wir Flasche mit im Kopf, ja, mit also Kamera. Entspannt sind die Mädels da auf keinen Fall. Liegt natürlich daran, dass die auch keine Kunden haben, dass die versuchen, da jeden irgendwie reinzuziehen. Selbst wir, die zu zweit und sehr glücklich und unheimlich verliebt aussehen. Und jeder hat an den Armen gezogen, kommt genau, hierher genau. und trinkt hier und kommt in die Bar und hier und hier. Also, entschuldige mal, ich habe meine Frau dabei. Warum kannst du versuchen, mich in eine Bar reinzuziehen? Ja. Also sehr, sehr aggressives Werben um die Leute. Oh, wie straight. Es sind wirklich auf 100 Mädchen kommen da vielleicht 10 Kunde. So, und wer diese Kunden sind, das sind natürlich die Leute, die hier immer wohnen, die hier immer leben. Wer kommt denn sonst da im Moment, ja? Aber schade, ne? Alles schöne Frau.
Kann ich nicht sagen. Zwei Seiten, alle voll. Kann ich nicht ganz genau sagen. Ich war mehr beschäftigt, meine Kamera unter dem Hemd zu halten. Und sexy. Mein Auge war wirklich nur, dass wieder heil wieder rauskommt. So ein Gewusel, so ein Stress und so aggressiv und laut. Nee, habe ich nicht gedacht. Ja. Also in der Walking Street, denke ich mal, könnte man abends relativ mit einer kleinen Kamera könnte man rumlaufen. Wir hatten jetzt natürlich auch die große dabei gehabt. Das war natürlich nochmal ein Fehler. Wir sahen aus wie ein TV-Team hier. Kein Rucksack dabei, wo wir das verstauen konnten. Ja. Die ganzen Stative und die geringste Kamera. Okay, wie machen wir unterm Hemd? Aber lass mal laufen, dann haben wir den Ton noch. Mord nicht reden. Und alle 2 Meter immer, hallo, hallo, hallo. Ja. Hallo, Mister, ich habe Cocktail. Ja, was ist das? Was das bedeutet, erschließt sich uns nicht wirklich. Jede zweite Bar hat gerufen, hallo, wir haben Cocktail. Ja. Ob das irgendein bestimmter Code ist, dass man da irgendwas anderes bekommt, außer was zu trinken? Ja. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß auch nicht. Vielleicht wollen wir das aber auch gar nicht wissen. Vielleicht gesehen, ich bin auch dabei bei dir, dann sie welchen Code bei dir, oder wie? Ja, vielleicht verständigen die sich so untereinander, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich bin da noch nie in meinem Leben gewesen. Ja. Und natürlich, ob ich da nochmal hinkomme, weiß ich auch nicht genau. Ja, oder sie bekannt bei dir? Für alle YouTuber, die dort in der Straße ein Video machen wollen, macht das mit einer versteckten Kamera, macht das mit einer Kamera, die irgendwo am Body ist, möglichst klein, dann wird es gut funktionieren. Eine große Kamera, so wie wir, ist tödlich hier. Also die hätten uns dann aus der Straße geprügelt wahrscheinlich. Oh, Gott sei Dank. Also nicht schön. Wir waren dann auch froh, dass wir schneller wieder raus waren. Es ist spannend, es ist interessant zu sehen. Es bringt dir aber nichts. Denken Pattaya tot, aber diese Seite nicht tot. Diese Straße ist vollkommen belebt, als wenn es da keine Unterbrechung gegeben hätte. Es ist halt so ein bisschen surreal, weil wirklich so viele Frauen da rumstehen, auf den Straßen, in den Bars, auf den Tisch tanzen. Aber es gibt halt einfach überhaupt keine Kunden, die da sind. Ja? Richtig voll. Nur Frauen. Nur Frauen. Fast nur Frauen. Ja. Und die paar Älteren verlangen, die da, es waren ja wirklich keine richtig jungen Leute da, die paar Älteren verlangen, die da gesessen sind, die hatten natürlich alle ihre Stammfrauen, ihre Stammbars. Und wenn da, wie wir, Frischfleisch kommt, dann merken die Mädels das natürlich gleich. Ja. Aber wir sind halt nicht potenzielle Kunden. Das ist ganz, ganz klar. Ja, liebe Zuschauer, wenn euch das Video, kurz heute mal, aber knackig, gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, liked das Video, teilt das Video, kommentiert. Und wir freuen uns, euch beim nächsten Video wiederzusehen. In der gewohnten Qualität. Ja. Ohne versteckte Kamera. Bis bald. Tschüss. Tschüss.